Kira, was ist schwerer, EM-Gold zu gewinnen oder Autogrammstunden? Warte kurz. Man kommt gar nicht dazu zu antworten. Ja, auf jeden Fall, das Match war wahnsinnig schwer. Die haben uns echt gut unter Druck gesetzt. Und das hier ist gerade, wir genießen es eigentlich, ne? Also, schön. Schreib mal weiter, ich komme gleich nochmal mit einer Frage. Als Laura mit dir zusammengestoßen ist, hast du gedacht, jetzt habe ich keinen Bock, haue ich noch härter, damit das Zeug rum ist, dass ich mich nicht verletze, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war es nur ein anstrengender Ballwechsel und ich habe die Chance genutzt, mir da 5-6 Sekunden Pause zu gönnen. Von daher ist alles gut gewesen, nichts passiert. War eine taktische, gute Pause. Okay, dann danke. Glückwunsch schon mal. Drittes EM-Gold. Wie war es möglich? Es war ja 2-0 und eine Woche nach dem Grand Slam-Sieg. Erzähl mal was. Ich denke, wir haben als Team einfach sehr gut zusammengearbeitet und wollten unbedingt hier wieder gut spielen. Wir wussten, dass wir gut spielen können, haben uns Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in Yokohama geholt und mussten ein bisschen mit dem Jetlag am Anfang kämpfen, aber haben uns da von Tag zu Tag immer verbessert, von Spiel zu Spiel immer mehr Gas gegeben und ja, zum Schluss auf dem Center Court haben wir es einfach nur noch genossen. Und wie überbrückt ihr jetzt die Zeit, die Power aufrechtzuerhalten bis Long Beach? Das ist, glaube ich, erst in 2 Wochen. Ja, ich denke mal, ganz wichtig ist, dass wir jetzt die nächsten 3-4 Tage erstmal wirklich runterkommen, regenerieren, entspannen. Wahrscheinlich auch wenig dann beigehen werden, eher mal so in die Athletikrichtung, damit wir nochmal aufbauen, damit wir den Schluss von der Saison nochmal durchziehen können. Und danach müssen wir nochmal ordentlich eine Woche trainieren und dann geht's ab nach Long Beach. Der Wörthersee und das Stand-Up-Paddle gehört mit zur Regeneration gleich. Naja, Stand-Up-Paddling nicht unbedingt, ist mir zu anstrengend, da muss ich ja stehen. Ich werde einmal reinspringen und dann einfach mich noch hinlegen. Okay, dann nochmal Glückwunsch und viel Spaß weiter. Ciao. Danke.